Und wir kommen damit zu einem anderen Thema, bei dem heute um Mitternacht die angeblich letzte Frist abläuft. Aber weil die Gespräche über das iranische Atomprogramm mindestens so schwierig sind wie die griechischen Finanzen, nehmen sich die prominenten Verhandler in Wien nun doch noch eine Woche Zeit. Bis dahin wollen sie endgültig klären, welche Atomprogramme der Iran betreiben darf und wie der Westen sicherstellt, dass daraus keine Atomwaffen werden. Andreas Mitschitz berichtet. Der vermeintliche Tag der Entscheidung endet mit der Vertagung der Entscheidung. Die Iran-Gespräche in Wien sind nichts für Ungeduldige. Mittlerweile 500 Journalisten aus aller Welt haben sich vor dem Palais Coburg in der Innenstadt versammelt. Nachrichtensender wie CNN berichten rund um die Uhr, obwohl es eigentlich wenig zu berichten gibt. Russlands Außenminister Lavrov ist dahin getroffen, empfangen von Bundespräsident Fischer. Lavrov weiß, wie man Journalisten überrascht. Ich bin gar nicht wegen der Iran-Gespräche hier, meint er. Ich werde mit John Kerry über den Terror im Nahen Osten reden. Wenig später fährt der russische Chefdiplomat am Verhandlungsort vor. Er trifft sich mit Irans Außenminister Zarif und später auch mit dem deutschen Außenminister Steinmeier. Es ist ein Kommen und Gehen. Verhandlungen noch ohne den Durchbruch, aber zurzeit wieder mit viel Optimismus. Wir hatten ein gutes Gespräch, meint US-Außenminister Kerry, kurz angebunden. Ich bin hier, um einen endgültigen Deal zu erreichen. Und ich denke, das ist möglich, sagt hingegen Zarif. Den Bremser gibt heute Abend Barack Obama. I will walk away from the negotiations. Ich werde die Verhandlungen verlassen, wenn es ein schlechter Deal ist, sagt er in Washington, wenn wir keine Garantien haben, dass das iranische Atomprogramm rein friedlicher Natur ist. Kurz vor dem Durchbruch, dann doch große Differenzen, dann wieder die Annäherung. Dieses Hin und Her gehört dazu zum diplomatischen Spiel der Wiener Verhandlungen. Aber am Ende bleibt, die Chance auf ein historisches Abkommen war noch nie so groß wie jetzt. Und beide Seiten wollen den Erfolg. Daher müssten auch die letzten verbleibenden Streitpunkte auszuräumen sein. Dem Vernehmen nach geht es um die Frage, wie schnell die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden und ob die Inspektoren der Atomenergiebehörde auch in militärische Anlagen im Iran schauen dürfen. Fragen, die die letzten Wiener Verhandlungsnächte dominieren werden.